Ich begrüße Sie sehr herzlich zur Andacht am drittletzten Sonntag im Kirchenjahr hier aus der Kirche in Barstede. Ich schaue sehr gerne im NDR die Sendung Das mit dem roten Sofa. Immer wieder sind da sehr spannende Gäste zum Gespräch geladen. Letztens gab es den Journalisten Elmar Thewesen, derzeit ist er Leiter des ZDF-Studios in Washington DC. Das Gespräch mit ihm drehte sich natürlich um die Verhältnisse politischer wie gesellschaftlicher Art in den USA, aber auch um Gedanken zu einer sich abzeichnenden Neuordnung der Machtverhältnisse in der ganzen Welt. Seine Prognose, wenn ich das wirklich recht erinnere, bestätigt zum Teil die Befürchtung vieler Menschen und auch meiner, denn die Auseinandersetzungen, egal welcher Art, werden schärfer und sie werden mehr werden. So weit, so deprimierend. Und wäre das alles gewesen, dann hätte ich das Gespräch wohl auch bald vergessen. Das war nichts, was ich unter Informationszugewinn abgespeichert hätte. Aber was mich in diesem Gespräch nachhaltig fasziniert hat, war ein Zug an Elmar Thewesen, der einen nicht abgleiten ließ in tiefe Resignation oder gar Angst. Denn immer wieder gelang es ihm dazu einzuladen, den Blick doch noch einmal wieder zu wenden, den Blick zu heben, genauer hinzuschauen und vor allem nicht aufzugeben. Er bezeichnete sich als einen unverbesserlichen Optimisten, was ihn mir sehr sympathisch machte. Denn da kann ich mithalten. So sehr mich manches sorgt, so sehr mich manches ängstigt, nein, aufgeben ist für mich keine Option. Aber manchmal ist das Durchhalten auch ganz schön anstrengend. Vor allem, wenn so manches im Grunde auch einfach zu lösen wäre. Würden wir zur Zeit Jesu leben, dann hätten religiöse Gruppen schon wieder Berechnungen angestellt, wann denn wohl das Ende der Welt nahen würde und wo denn die Zeichen dafür zu finden sind. Jesus ist mit Pharisäern im Gespräch, im Lukasevangelium wird das überliefert und sie warnt er. Er sagt dort, als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen. Man wird auch nicht sagen, sieh hier oder da, denn seht, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Dann geht die Welt unter. Wann macht Gott Schluss mit allem, was wir hier so anstellen? Wann beendet er die Deformation der Schöpfung, seiner guten Gabe an die Menschen, unserer Lebensgrundlage? Wann beginnt etwas Neues? Jesus schiebt diesen Fragen einen Riegel vor mit seiner Antwort. Er nimmt den Menschen die Brille von der Nase und die Lupe aus der Hand, mit der sie suchen nach diesem Beginn des Neuen als einer Welt, in der allein Gott regiert, auf der Suche nach Zeichen, die all das ankündigen. Er gibt ihnen deutlich zu verstehen, ihr braucht diese Spekulationshilfen nicht. Das, was ihr erwartet, was ihr erhofft und was so manche mit euch ersehnen, das ist schon lange mitten unter euch präsent. Und damit beendet er die Fragerei nach dem Wann, die Neigung als Hellseher oder Zeichendeuter, denn am Ende doch nur Falsches zu deuten, und er wendet den Blick auf das, was er als gegeben sieht. Nicht in der Zukunft beginnt Gottes Welt. Für Jesus ist klar, sie ist schon lange da. Und das ist doch für mich vollkommen irre. Gottes neue Welt soll schon angefangen haben in dieser Welt, in der wir leben. Sie ist kein Wunschtraum, keine Phantasterei mehr, die uns den Blick in die Zukunft leitet. Sie ist real in unserem Leben zu finden. Trotzdem suchen sich die Pharisäer und ihre Zeitgenossen und nicht wenige Menschen immer wieder nach Zeichen, nach einem Ende dieses finsteren Tales, nach einem kleinen Licht, das ihnen einen Weg weisen könnte. Und Jesus sagt nur, es ist da. Hört auf zu suchen. Etwas später warnt er sie nochmal. Sie werden zu euch sagen, siehe da oder siehe hier. Geht nicht hin und lauft ihnen nicht hinterher. Für Jesus ist das im Grunde ganz klar. Wozu auch, wenn es schon da ist?
Das ist die umwerfende Ansage, die er macht. Das, was wir erwarten, was wir erhoffen, was wir ersehnen, das ist schon passiert. Nur an irgendeiner Stelle muss es denn ja wohl haken, wenn wir davon nichts merken und sehen. Ich habe mich immer wieder gefragt, wie Jesus dies Ganze wohl meint. Einmal ist es natürlich die Gegenwart, seine eigene Gegenwart in der Welt, an die ist dieser Neubeginn gebunden und bis heute dann weitergehalten in Wort und Sakrament. Aber ich glaube, das geht sogar noch einen Schritt weiter zurück. Gott hat über seine Welt am Beginn der Schöpfung gesagt, sie ist sehr gut. Und das sehr gut bleibt bestehen. Ich glaube, das Neue ist vielleicht schon in dem Alten, das Gott als sehr gute Anlage in uns, in jedem Menschen sieht, zu finden. Es braucht keine Hinweise, denn wir alle können es sehen, wenn wir nur die Augen aufmachen, wenn wir unsere Sinne schärfen. Der Haken liegt vielleicht auch ganz stark bei uns selber. Denn dann würden wir doch entdecken, dass der einfachste Weg zur Heilung beispielsweise von kriegerischen Auseinandersetzungen darin bestünde, die Parteien, und zwar alle, an einen Tisch zu bringen und miteinander ins Gespräch zu führen. Und damit das Leid und die Not endlich zu beenden, weil sie in Gottes Reich keinen Platz mehr haben und weil Leid und Not letztlich nur die treffen, die mit der ganzen Geschichte relativ wenig zu tun haben. Wir haben die ganzen Turbulenzen doch schließlich angefangen. Ich bin sicher, Gott traut uns auch zu, dass wir das ändern können. Vielleicht heißt das, es ist mitten unter uns, weil wir das auch durchaus selber hinkriegen können. Mit seiner Hilfe. Aber wollen wir das? Und wenn ja, warum tun wir es nicht? Ist doch alles da, für den, der sich als Christ versteht. Das müsste den Klimaaktivisten dann doch klar werden, dass auf einzelne Länder beschränkte Forderungen wenig bringen im Blick auf die globalen Probleme der Klimaveränderung. Wenn nur alle zusammen können das wirklich hinkriegen, dann wird es gehen. Ein klimaneutrales Deutschland beispielsweise ist sicher gut, aber der Dreck der anderen Länder macht vor unseren Grenzen keinen Halt. Das ist natürlich kein Grund, in unseren Bestrebungen nachzulassen. Aber noch wichtiger wäre es, wenn die internationalen Klimakonferenzen mehr bringen würden, als nur mal wieder abgespeckte Papiere, die es noch nicht mal wert sind, gedruckt zu werden. Das wäre letztlich das Neue, obwohl es nur der Blick zurück auf das Alte ist, auf das Gute, das Gott schon längst gegeben hat, das schon da ist und das er sehr gut heißt. Und das ist eben nicht hier oder dort oder noch an einem anderen Ort, wo man es lukrativ dann auch noch vermarkten kann. Es ist mitten unter uns, in unserem Alltag, in unserem Leben, vor unserer Nase. Es müssten die Kirchen dann auch endlich begreifen, dass es vor diesem Hintergrund noch einmal mehr um die Grundfrage ihrer Existenz geht. Glaubst du, Mensch? Das ist unsere Frage. Und das ist das Erste. Und danach kommt lange gar nichts. Und was dann kommt, muss ich fragen, warum es denn kommen muss. Denn mit dem Glauben haben wir den Boden, auf dem wir wirken können und mit dem wir arbeiten und leben können. Ohne den mögen wir Geld haben wie Heu, aber es trägt uns nicht mal in die Ewigkeit. Aber wo Menschen Ja sagen zu Jesus, da blitzt das auf. Eine Welt an ihm orientiert, mitten in unserer Mitte. Jesus zeigt uns das exemplarisch nochmal gegen alle damals und heute gebräuchlichen Bilder vom Anbrechen des Gottesreiches in seinem Leiden. Keine Herrlichkeit, sondern ein leidender Mann am Kreuz, sein Sterben in seinem Auferstehen. Er zeigt in diesem Akt äußerster Zuwendung und Liebe, wie weit Gott für seine sehr gute und heilungssuchende Welt gehen wird. Wie weit er die Türen aufmacht, dass wir den Lebenswillen, der die ganze Schöpfung durchzieht, wirklich spüren. Seit Ostern zieht es aus dem leeren Grab ganz gewaltig. Und eigentlich müsste die Welt nicht Corona haben, sondern Lungenentzündung. So sehr ignorieren wir diesen frischen Wind
aus Gottes neuer Welt mitten in unserer. Das ist schon frappierend. Wir machen nichts damit. Dieser Wind, der uns hilft, dass einfach alle begreifen, so geht's nicht weiter. Und vor allem allein geht es nicht weiter. Der schüttelt uns einmal durch. Wenn stimmt, was Jesus sagt, dann ist das Neue mit all seinen Möglichkeiten, mit all seiner Fantasie schon längst da. Immer wieder blitzt das Reich Gottes auf. Und für den Bruchteil einer Sekunde zeigt sich die sehr gute Schöpfung wieder in ihrem ursprünglichen Bild als Welt Gottes. All sein Reich mitten unter uns, in dem er groß ist. Es geht, wenn wir nur nutzen wollten, was schon da ist. Es wird gehen. Da bin ich eben dann ein ganz unverbesserlicher Optimist. Genau wie der Gesprächspartner in der Sendung Das. Amen. Ich möchte mit Ihnen noch beten. Herr Jesus Christus, wann wird endlich Friede? Selig sind die Friedfertigen, rufst du vom Berg. Woran merken wir das? Wir bitten dich für die Verwundeten, die Toten, die Flüchtenden. Laut schreit ihre Sehnsucht zu dir. Ach Gott, du, wann herrscht endlich Gerechtigkeit? Selig sind die, da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Was aber, wenn Heizung und Butter zu teuer werden und die Wärmestuben aus den Nähten platzen? Kinderhände recken sich nach dir. Ach du, Heiliger Geist, wann gilt endlich Barmherzigkeit? Selig sind die Barmherzigen, aber Despoten klammern an der Macht und der soziale Kitt bröckelt. Verwundete Herzen und Seelen wenden sich zu dir. Ach du, Gott, Schöpfer der Welt, selig sind, die da Leid tragen. Aber Virus und Seuchen schwächen und töten. Die Erde wird zu warm, das Wasser fehlt oder läuft über. Pflanzen und Tiere strecken sich nach dir. Ach Gott, du Kraft zum Aufbruch, selig sind, die reinen Herzens sind. Für all die Treffen und Gespräche dieser Tage bitten wir, für die Synoden in den Kirchen, für deine ganze Kirche weltweit, deine Gemeinden, dein Volk. Schicke Mut und Fantasie, Hoffnung und Inspiration. So beten wir, wie uns Jesus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geleite sie Gottes Segen in der kommenden Zeit. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir seinen Frieden. Amen. Und wenn Sie mögen, dann sehen wir uns am kommenden Sonntag zur nächsten Online-Andacht wieder. Bleiben Sie behütet und auf Wiedersehen.